Herzlich willkommen bei Apothekenfachkreis FM, dem ersten Podcast für Apotheken. Inspirationen, Anregungen und Impulse für eine bessere Kundenkommunikation im digitalen Zeitalter. Von und mit Michael Pieper und Norman Glaser. Herzlich willkommen zu Apothekenfachkreis FM. Mein Name ist Michael Pieper und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Dr. Arnold Hertsch. Hallo Arnold. Hallo, herzlich willkommen auch aus Dresden. Ja, schön, dass es geklappt hat. Arnold, ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich mache eine kleine Kurzvorstellung und danach kannst du mal sagen, ob das so stimmt und vielleicht noch was ergänzen. Sehr schön. Also Arnold, du lebst und arbeitest in Dresden, bist Apotheker mit Leib und Seele, hast in Halle an der Martin-Luther-Universität studiert und promoviert. Vor der Wende warst du Leiter einer staatlichen Apotheke und bist seit 1991 Inhaber der Augustus-Apotheke in Dresden. Mensch, 1991, also 25 Jahre jetzt. Wir haben dieses Jahr das 25-jährige Jubiläum Klasse. Gefeiert. Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal hier an der Stelle. Ja, danke. Arnold, du bist Redner und Referent, unter anderem für OmniaMed und Medical Tribune und natürlich auch ganz wichtig, Apothekenfachkreismitglied der ersten Stunde. Ist das soweit erstmal richtig? Ja, ist recht. Möchtest du noch irgendwas ergänzen vielleicht? Ich möchte vielleicht noch ergänzen, verheiratet bin ich, habe zwei erwachsene Töchter, wobei die ältere Tochter auch Pharmazie studiert hat. Ich hatte immer die Hoffnung, dass sie in meine Fußstapfen geht. Sie hat promoviert in Mainz, ist jetzt aber als Patentanwalt in Hongkong, auch eine tolle Entwicklung. Wow. Aber ich muss mich natürlich jetzt nach einem Nachfolger umsehen bald. Okay, alles klar. Arnold, erzähl uns etwas von dir. Wer ist Arnold Hertsch? Ja, Michael, ich bin ein gestandener Apotheker, du hast es ja schon gesagt, der in seinem Beruf Freude und Erfüllung findet, der mit einem aktiven Team arbeitet, der Patienten nicht nur bedient, sondern auch in allen pharmazeutischen Fragen berät und teilweise auch in sozialen Belangen berät. Wenn ich da gerade einhaken darf, fällt dir da spontan was ein Beispiel, Sozialbelangen? Ja, das ist ganz lustig. Wir hatten einen Pharmaziepraktikanten, der jede Woche einmal den Speiseplan mit einer blinden Patientin zusammen durchgesprochen hat und weitergeleitet hat. Also auch dazu kann eine Apotheke unter Umständen da sein. Und das reflektiert natürlich auch ins Wohngebiet. Klasse. Super. Aha. Gibt es sonst noch was, was du uns erzählen magst von dir als Person? Nein, also die Apotheke, du hast es gemerkt, die Apotheke steht bei mir an erster Stelle. Okay. Das ist eigentlich mein Lebenswerk und ich bin auch dankbar für mein Team, was in gleiche Richtung geht, was die gleiche Philosophie vertritt. Und das ist ja eigentlich auch wichtig, dass die Philosophie in einem Unternehmen da ist, weitergetragen wird und auch da ist, wenn der Chef mal die Tür zumacht. Dass man weiß, es läuft genauso weiter. Prima, und das ist gegeben, würdest du sagen, da vertraust du deinem Team und... Da vertraue ich meinem Team. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich mein Team schule, dass wir periodisch Dienstbesprechung, Dienstberatung machen, Weiterbildung, Fortbildung machen, auch betriebsintern, dass wir immer im gleichen Stand sind und auch die gleiche Meinung gegenüber dem Patienten vertreten. Und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass nicht die Meinung im Handverkauf zum Beispiel auseinandergeht und dass einer dem anderen in der Beratung widerspricht. Es muss eine klare Linie da sein. Aber es sollte auch möglich sein, und da bin ich mir auch nicht zu fein, dass man sich im Team berät, wenn diffizile Fragen sind, dass man auch einen anderen Kollegen mit dazu nimmt. Das fördert die Kompetenz auch gegenüber dem Patienten. Der Patient weiß, man beschäftigt sich mit ihm. Es sind sogar zwei Kollegen, die sich mit seinem Problem beschäftigen und das hebt eigentlich. Deutung auch der Apotheke. Klasse. Der Mensch, da sind wir schon wichtig, richtig mittendrin. Ja. Arnold, wir fragen auch gerne immer, gibt es einen Glaubenssatz oder ein Erfolgszitat oder ähnliches, was dich so leitet? Da gäbe es ja viele. Aber ich habe mir zum Ziel gemacht, eine Apotheke sollte nicht nur ein Point of Sale sein, sondern auch ein Point of Emotion. Wow. Nicht nur der Verkauf steht an erster Stelle. Rabatte auf alles außer Hundenahrung, das war gestern.
Nein, die Betreuung. Die Betreuung und das Erlebnis Apotheke. Und das soziale Erlebnis Apotheke müssen wir uns erhalten. Das ist eigentlich die Zukunft der Apotheken schlechthin. Absolut, da bin ich ganz bei dir. Wie habe ich in einem Interview von Frau Heinke Zweidinger gefunden, die mehrere Apotheken hat, ich denke im Düsseldorfer Raum. Sie hat gesagt, billig zu sein, das können andere besser. Und wenn es um den Kunden keinen Unterschied mehr macht, ob er online bestellt oder vor Ort in die Apotheke geht, dann schafft man sich selbst ab. Demzufolge muss man auch Möglichkeiten suchen, den Patienten zu binden. Und was gibt es als Pharmazeut besser, als mit seinem Wissen zu arbeiten? Toll. Ja, finde ich ganz wichtig. Und ist auch einfach nochmal interessant, das jetzt so aus der Praxis zu hören. Sehr schön. Was würdest du sagen, Arnold, was macht deine Apotheke aus? Gibt es vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal oder so? Wir haben uns bemüht, ein Alleinstellungsmerkmal zu finden. Als wir hier die Apotheke gründeten, waren wir relativ unbekannt. Mich kannte keiner, mein Team kannte keiner. Wir haben das Team aus Dresdner Apotheken zusammengesucht, haben uns nach und nach, aber durch Kompetenz, durch pharmazeutische Kompetenz, durch Freundlichkeit einen Namen der Bevölkerung gemacht, ausgestattet mit vielen Hilfen zur Beratung, haben wir also versucht, hier pharmazeutisches Wissen an den Kunden, an den Patienten ranzubringen, und das ist uns durch stabile Patientenkreise gedankt worden. Also könnte man sagen, dass die Alleinstellung der besondere Service ist? Die Alleinstellung ist der besondere Service, ist die besondere Kompetenz auch. Mhm. Ich erreiche kein Alleinstellungsmerkmal durch exorbitante Rabatte. Mhm. Wenn das mein Nachbar sieht, dann macht er das genauso morgen. Mhm. Aber meine Kompetenz kann mir keiner entziehen. Meine Kompetenz ist da. Arnold, ich habe gerade überlegt, gab es denn auf diesem Weg, den du jetzt auch beschreibst, gab es da vielleicht Faktoren oder eine Maßnahme oder gab es irgendwas Spezielles, wo du gesagt hast, das war jetzt der Moment, das war der Aha-Moment, ab da lief's? War das diese Erkenntnis mit dem Service oder gab es noch was anderes? Oder? Nein, das war tatsächlich der Moment mit dem Service und der Moment, dass wir gemerkt haben, wir arbeiten im Team geschlossen zusammen. Wir verstehen uns, natürlich gibt es immer mal ein Problem, das wird ausdiskutiert. Dann läuft es aber harmonisch weiter. Der Aha-Effekt war natürlich auch bei meinen Mitarbeitern da. Zum Beispiel haben wir folgendes Erlebnis gehabt. Ich bedanke mich grundsätzlich bei meinen Mitarbeitern am Abend für den Arbeitstag. Mitunter ist sehr viel zu tun, mitunter gibt es Stress. Dann tut das gut, abends zu sagen, danke für euren Einsatz. Und da kam eine Kollegin zu mir und sagte, lieber Chef, Geld wäre mir lieber. Von dem Zeitpunkt an habe ich diesen Spruch ahnt, den Dank weggelassen. Es dauerte nicht lange, es war etwa ein Vierteljahr, dann kam die gleiche Kollegin zu mir wieder und sagte, ach Chef, es war doch gut, es hat gut getan. Das heißt also, damit das Aha-Erlebnis auch, das Team muss zusammenarbeiten. Das Team muss auch gewissermaßen gefördert werden, motiviert werden. Dann passt das alles zusammen. Prima. Na, kann ich total gut nachvollziehen und ich denke, das ist auch etwas, was branchenübergreifend in jedem Unternehmen Gültigkeit hat und ja, wie du ja auch sagtest, die Apotheke ist auf der einen Seite halt auch ein Unternehmen, ne? Ja, ich denke aber, das gibt es in vielen Apotheken, die gut laufen, die haben dieses gute Teamverhältnis, dieses innere Verhältnis, was natürlich auch der Patient mitkriegt. Wenn Streitigkeiten im Team sind, wenn sich das Team nicht versteht, reflektiert das einmal durch das Auftreten im Handverkauf, dann wird nicht mehr so freundlich bedient. Und auch natürlich, wenn das eine Wohngebietsapotheke ist, eine Vorortapotheke, spricht sie das auch in der Gegend rum. Arnold, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Mich würde noch mal interessieren, wie schätzt du das ein? Die Vorortapotheke, gerade heute, wir haben uns ja auch ein bisschen zum Thema gemacht, zu reflektieren, was macht eigentlich der digitale Wandel, wie geht es den Vorortapotheken eigentlich damit, wie stellen die sich, können die sich heute gut aufstellen,
Versandapotheken werden nicht gerade weniger, sage ich mal so. Dennoch, was denkst du, warum ist die Vorortapotheke so wichtig in der Gesundheitsversorgung? Ja, Michael, es ist ohne Zweifel so, dass wir auch jetzt noch Angst, aber als das aufkam, sehr viel mehr Angst vor den Versandapotheken hatten, vor Internetplattformen hatten und gedacht haben, die Patienten gehen jetzt nur noch auf den Bereich. A, ist es bequemer, B, sind viele im Arbeitsprozess bis Abend und da lässt man sich das lieber schicken, als dass man dann nochmal in die Apotheke geht. Eventuell muss es dort sogar bestellt werden. Mhm. Die Apotheke vor Ort, die Apotheken generell, haben ja nicht nur den Versorgungsauftrag, sondern auch den Beratungsauftrag. Nun wurde das bei den Versandapotheken anfangs kritisiert. Mittlerweile ist dort auch ein Stand, dass Beratung da ist. Mhm. Aber in der Apotheke ist die Beratung zu Gesundheitsfragen, zur Gesundheitsvorsorge persönlich möglich. Wenn ich jetzt eine Frage im Internet und Google weiß ja grundsätzlich alles, stelle, dann filtriert. Dann stellt der Patient meinetwegen eine Frage nach einer Indikation, die er vom Arzt erfahren hat, und erschrickt furchtbar, weil er dort Schlimmes liest. Mhm. Aber es ist bei ihm gar nicht der Fall. Das könnte eventuell der Apotheker richten. Das Internet kann es nicht richten. Also kann ich nur bestätigen. Mittlerweile ist es so, dass der Hang zum Internet doch wieder etwas abgenommen hat. Oder anders gesagt, wir haben festgestellt, dass viele Patienten sich vorab im Internet informieren, dann aber in die Apotheke kommen, die Informationen bestätigt haben wollen und bei uns was kaufen. Mhm. Also ich muss auch sagen, ich bin selber so. Ne? Also ja, ja. So geht es mir auch. Und man hat ja selber auch schon erlebt, wie verwirrend das sein kann in dieser Flut von halbseidenen Internetinformationen da sich zurechtzufinden. Ne? Also das kommt ja auch noch dazu. Du weißt in der Regel nicht, wo die Informationen herkommen und so weiter. Ne? Ja, ja. Also wir beraten in Gesundheitsvorsorgefragen, in Fachfragen, Pharmazie betreffend, stimmen uns teilweise auch mit dem Arzt ab, was das Internet auch nicht kann, führen erklärungsbedürftige Arzneiformen vor und das individuell. Wir sind eine Apotheke, die einen Beratungsraum hat. Das ist, denke ich, heutzutage, oder die gesetzlichen Bestimmungen ändern sich immer mal zum Beratungsraum hin. Wir waren gerade in der Gründungsphase, als Beratungsraum Pflicht war. Darüber bin ich sehr froh. Wir können uns also auch mit den Patienten in den Beratungsraum zurückziehen und ihn individuell beraten. Klasse. Und auch erklärungsbedürftige Arzneimittel vorführen. Da hapert es oftmals dran. Wir bekommen dann mit, dass die Patienten zum Beispiel die Asthmadosierer völlig falsch verwenden, sich überdosieren oder unterdosieren. Mhm. Wir erklären pharmazeutisch-medizinische Fachbegriffe. Die Patienten haben Vertrauen zu uns. Wenn die Patienten beim Arzt sitzen, dann haben sie eine Angst vor einer Diagnose. Das würde jeden Menschen so gehen. Mhm. Dann können die auch nicht alles erfassen, was der Arzt in Kürze ihnen zum Arzneimittel oder zu bestimmten Laborwerten erklärt. Und da passiert es häufig, dass Patienten zu uns kommen, sagen, zu ihnen haben wir Vertrauen. Der Arzt hat uns das zwar schon mal erklärt, aber vielleicht können sie es nochmal vertiefen. Und kommen dann mit ihren Laborparametern oder kommen auch mit Fachausdrücken, die sie beim Arzt nicht verstanden haben. Mhm. Der Arzt hat die Zeit nicht. Der kann sich beim besten Willen die Zeit nicht nehmen, um auch den Patienten, der es absolut nicht versteht, das noch einmal zu erklären. Natürlich, Michael, wieder das Spagat. Mhm. Das Spagat zwischen einer Leistung, die wir erbringen, und eigentlich unserem Ertrag, den wir erwirtschaften müssen als Kaufleute. Es muss immer ausgewogen sein. Du kannst nur vertiefend beraten, wenn auch andererseits dann die Rezepte bzw. die Käufe in der Apotheke aufschlagen. Das Interessante ist, ich habe das ja vorhin schon gesagt, Michael, ich habe dieses interessante Service-Terminal bei mir in der Apotheke und war ganz, ganz begeistert, dass die Universität Halle dann gesagt hat, das brauchen wir unbedingt für unsere Musterapotheke, denn auch das muss der Apotheker lernen.
die digitalen Medien in der Apotheke noch zu platzieren. Ah, prima. Um den Patienten zu halten. Das ist auch ein Ja. ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir den Versandhandel entgegensetzen wollen. Wir wollen zwar eine konservative Apotheke sein, die aber mit technischen Mitteln, mit digitalen Medien so ausgestattet ist, dass sie modern bleibt. Also sozusagen das Beste aus beiden Welten, kann man Das Beste sagen, ne? aus beiden, das Beste aus beiden machen. Aha. Was machst du denn da konkret zum Beispiel jetzt? Also du hast schon gesagt, ihr habt ein Service-Terminal, ne? Ja. Erzähl uns vielleicht ruhig ein bisschen dazu. Wie setzt du das ein und wobei hilft es dir? Also ich darf vielleicht mal anfangen, wie wir eigentlich unsere Technik etabliert haben. Als wir Gerne. 1991 gegründet haben, Aha. da war vor der Wende in der alten DDR, Computer waren nicht gebräuchlich. Da gab es ganz, ganz einfache, die Vietnamesen vertrieben, die aber nur zu Schreibzwecken genutzt wurden. Kam auf mein Team plötzlich zu, Computer mit Point of Sale, also im Prinzip eine gesamte technische Ausstattung. Da waren wir gegenüber den etablierten Apotheken in den alten Bundesländern natürlich im Vorteil. Wir mussten investieren und haben gesagt, okay, dann investieren wir mit aller Technik, die möglich ist. Und das hat zwar bei meinen Mitarbeitern erstmal üble Kopfschmerzen hervorgerufen, hat sich aber bis jetzt als ausgesprochen positiv herausgestellt. Und trotzdem, dass ich ein gestandener Apotheker bin, bin ich immer bereit, moderne Technik bei mir zu etablieren, einzusetzen, um sowohl den Patienten zu überzeugen, zu halten, als auch meinen Mitarbeiter zu unterstützen. Es soll also nicht Klasse. sein, dass ich mit meiner Technik Mitarbeiter freilenke. Im Gegenteil, Mitarbeiter sollen mit der Technik unterstützt werden in ihrem. So zum Beispiel bin ich auch in meinem Warenwirtschaftssystem so weit, dass wir alle Interaktionen erkennen können, dass es also für den Mitarbeiter eine echte Hilfe ist, auch im Patientengespräch. Und so sind wir auch zu diesem Service Terminal gekommen. Das wurde damals, ich glaube 2012, von der Firma Aljut und Markenkonstrukt vorgestellt. Und durch meine positive Einstellung, ich war richtig überzeugt davon, bin ich einer der 10 Pilotprojektabonnenten geworden und habe das Ganze mit von Anfang an gelebt, mit meinem Team zusammengelebt. Jetzt hat das Service Terminal, man muss sich das so vorstellen, dass dort sowohl alle Gesundheitsfragen drauf sind, es ist eine Verlinkung zur Website der Apotheke drauf, es ist eine Verlinkung zu bestimmten Basisseiten, zum Beispiel Robert-Koch-Institut oder auch das BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte drauf. Dann sind sehr interessante Artikel zu sehen. Man hat neuerdings, das ist ganz wichtig für unsere Arbeit hier in Dresden, gerade einen Translator und kann also auch Patienten, die weder Deutsch noch Englisch sprechen, gut bedienen. Also es dient sowohl den Patienten zur Information als auch den Mitarbeitern in der Kommunikation mit den Patienten weiterzukommen. Prima. Klasse. Arnold, macht ihr darüber hinaus noch Sachen im digitalen Bereich? Hast du eine Website? Ja, Gibt's wir andere haben Sachen? also, die kann ich natürlich jedem empfehlen. Schaut mal rein, www.augustus-apotheke.de. Die halten wir ständig aktuell, da geben wir unsere Angebote drauf, aber da stellen wir auch unser Team vor, stellen wir unsere Leistungen vor. Es ist so, die Experten, eine recht gelungene Website. Schaut ruhig mal drauf. Was wir noch sehr intensiv nutzen, ist die Website vom Deutschen Apothekenportal. Deutschen Apothekenportal, da kommen auch ein guter Tipp für euch, andere Apotheken, wenn ihr es nicht schon nutzt, da kommen jeden Tag Tipps, um Retaxation zu vermeiden. Das ist ja eigentlich unser größtes Problem mit, dass die Krankenkassen uns nicht vernünftig kontrollieren, sondern mitunter unsachlich retaxieren. Bei Kleinigkeiten, bei eigentlich bürokratisch mit uns Verstehe. vorgehen. Und um dies zu vermeiden, gibt das Deutsche Apothekenportal täglich Tipps raus, wo direkt Rezepte von Kollegen,
diskutiert wurden in der Abgabe und wie man dem an Redaktion vorbeugen kann. Das nutzen wir jeden Tag, nutzen es auch im Team. Das Super. Schaut sich jeder an. Deutsche Übrigens, Apothekenportal. Deutsches Apothekenportal. Übrigens nochmal okay. zurückgegangen zum Service-Terminal. Mhm. Nicht nur die Patienten nutzen das, sondern auch meine Mitarbeiter. Es sind sehr interessante Gesundheitsfragen. Im Prinzip rundherum alle Gesundheitsfragen, die man irgendwo im Computer finden kann, findet man auch auf dem Service-Terminal. Mhm. Und ich habe schon oft beobachtet, dass meine Mitarbeiter bestimmte Fragen vom Patienten gestellt bekamen, richtig geantwortet haben, anschließend aber ans Service-Terminal gegangen sind und sich nochmal die Grundlagen für die richtige Antwort angeschaut haben. Also es dient auch zur Fortbildung der Mitarbeiter. Mhm. Klasse. Also wirklich vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, Beratung, Fortbildung. Ich habe es auch so verstanden, auch ein bisschen so wie Gesundheitsmagazin, auch für die Kunden. Ja. Gesundheitsmagazine sind drauf. Das Positive an dem Service-Terminal ist natürlich auch, dass Sie alles dem Patienten nach Hause schicken können. Mhm. Vorhin gerade, vor einer Stunde, hatte ich eine Patientin, die erkundigte sich nach Grippemedikamenten. Wir wussten nicht, ob der Mann von ihr eine Influenza hat oder eine ganz einfache Erkältungskrankheit und haben ihr am Service-Terminal eine Tabelle gezeigt mit den Unterschieden, diagnostischen Unterschieden Grippe, Influenza und habe ihr diese Tabelle sogar nach Hause geschickt. Sie hat sich sehr gefreut und herzlich bedankt und sagt, ich komme gern wieder zu Ihnen. Jetzt kann ich meinen Mann nämlich überzeugen, dass er keine Influenza hat, sondern eine einfache Grippe. Klasse, also per E-Mail nehme ich also, an. Also ja, das wollte ich dir erzählen damit, Michael. Man kann alle Inhalte des Terminals auch via E-Mail dem Patienten nach Hause schicken. Das macht sich besonders gut auch bei Asthmadosierern. Wir haben die Möglichkeit, durch den Link zur Atemwegsliga alle nur vorstellbaren Asthmadosierer hier als kleines Filmchen drauf zu haben. Auch wenn ein Patient den Asthmadosierer das zweite und dritte Mal verordnet bekommt, gehen wir mit dem Patienten ans Terminal und erklären den Asthmadosierer nochmal, weil wir wissen, es werden sehr viele Fehler gemacht. Und dann gibt es auch da die Möglichkeit, den Film über den Asthmadosierer dem Patienten nach Hause zu schicken. Das erleichtert unsere Arbeit. Michael, man kann als Apotheker die Vielzahl der Asthmadosierer in der Funktion gar nicht mehr kennen. www.apothekenfachkreis.de. Dann nutzen wir noch den App von apotheken.de. Auch sehr wichtig. Dann was macht man damit? Was kann man damit apotheken.de, machen? Apotheken.de, da haben wir eine App und der Patient kann über diese App bei uns in der Apotheke Medikamente bestellen. Wiederum eine Schnittstelle zwischen Internet und Apotheke. Also diese App dient dazu, dem Patient vorab seine Arznei bereitzustellen, dass er dann den Weg einmal nur in der Apotheke hat, beziehungsweise bei älteren Patienten die Apotheken dann auch die Arzneimittel dann auch ins Haus zu bringen. Natürlich müssen das Fachkräfte machen, die Beratung muss ja dann vor Ort geschehen. Aber diese Apotheken.de Net App nutzen wir sehr umfangreich. Oder anders gesagt, nutzen unsere Patienten sehr umfangreich. Wie ist das so mit Social Media? Bleibt da noch die Zeit für? Leider nicht. Also das ist eine Sache, die wir uns in Zukunft vorgenommen haben, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns dort auch mal mit engagieren, integrieren. Also meine Erfahrung ist auch, dass das wirklich auch eine tolle Sache sein kann, auch für ein Unternehmen, auch für eine Apotheke. Aber es bedarf tatsächlich auch einfach ein bisschen Zeit und Pflege. Ja, ne? Auf jeden Fall. Wir arbeiten zwar viel mit unseren iPads, übrigens lassen sich die Inhalte des Service-Terminals auch auf dem iPad darstellen. Wir haben diese entsprechende App. Wenn irgendwelche diffizilen Fragen sind, wir hatten also letztens die Frage nach einem Mittel gegen Vaginalmykose und das kann man natürlich nicht in der Offizin erklären, dann muss man sich mit dem Inhalt des Terminals auf dem iPad in den Beratungsraum zurückziehen und dort die Beratung weiterführen. Deshalb ist es sehr vernünftig, auch einen Beratungsraum in der Nähe des Service-Terminals zu haben. Super, und man kann dann schön diskret
Ja, man kann diskret mit dem Patienten weiterarbeiten dort. Wobei ich sagen muss, allgemeine Inhalte, zum Beispiel Asthmadosierer, können ruhig auch in der Offizin mit den Patienten angeschaut werden. Und da haben wir die Erfahrung, dass mitunter auch zwei, drei andere Patienten mit ans Terminal kommen und sagen, ach ja, wir haben gleiches Gerät oder haben das gleiche Problem, zum Beispiel trockene Augen beraten wir gern am Terminal, wir haben auch trockene Augen, wir schauen es uns gleich mal mit an. Klasse. Reflektiert auch auf andere Patienten. Ja, toll. Es macht einfach auch optisch eh was her, ne? Also es ist schon ein Blickfang und man ja, Michael, wird auch ein bisschen angezogen. Ne? Michael, auf jeden Fall. Aber nicht nur das, ja, sondern was ich auch positiv erfahren habe, dass mir gedankt wird, dass der Apotheker oder Apothekenmitarbeiter hinter seinen Handverkaufstisch vorkommt und mit dem Kunden zusammen zum Terminal geht. Das ist eine hohe Ehre. Wir haben dann von Familienangehörigen, die später in die Apotheke kamen, gehört, ja, mein Mann hat erzählt, der Apotheker ist mit mir selbst vorgegangen und hat mir das vorn gezeigt. Also wir schützen uns manchmal zu viel als Apotheker mit unseren Handverkaufstisch. Wir halten dahinter fest. Ich habe das auch vorher in Gesprächen schon gemerkt. Wenn ich dann mitunter im Gespräch, als wir das Service-Terminal noch nicht hatten, um den Handverkaufstisch rumgehe und mit dem Patienten auf gleicher Höhe stehe, auch auf gleicher Augenhöhe stehe, ist das für den Patienten viel angenehmer und verbindlich. Leuchtet mir auch total ein. Es schafft halt auch nochmal Nähe. Und ich habe gerade gedacht, es ist ja eigentlich interessant, dass auf diese Art und Weise Nähe mit Hilfe der Technik geschaffen wird. Ne? Also das vermeintlicher Widerspruch, ja, der aber da wirklich aufgeht. Also man nutzt die Technik, um dann wieder auch die Kompetenz, die Nähe, das Vertrauen auch sozusagen nochmal ausspielen zu können. Ja, ist völlig richtig, wie du das siehst. Und nochmal der Hinweis, es ersetzt keinen Mitarbeiter, hilft aber den Mitarbeitern. Hilft den Mitarbeitern, bestimmte Themen, die sie vielleicht nicht ganz so wissen, dem Patienten zu erläutern oder auch hilft den Mitarbeitern, Kommunikation zu führen, Kommunikation auch audiovisuell. Wir haben viele ältere Kunden und Patienten, die hören das nicht mehr. Die nicken dann zwar, wenn man irgendwas erklärt hat, aber man merkt genau, die haben es nicht verstanden. Wenn die das aber nochmal sehen, audiovisuell, beides zusammen, dann geht das ein. Ja. Beispielsweise auch, wenn man ernste Sachen erklärt, also als das mit den Rabattverträgen kam, dann haben viele mit uns fast gestritten und haben gesagt, nein, wir wollen das Arzneimittel, wir haben ein Anrecht dazu. Man kann das als Apotheker erklären, das glauben die aber nicht. Wenn man aber an das Terminal geht, auch dort gibt es einen sehr interessanten Film zu Rabattverträgen und zeigt den Rabattvertrag, dann gehen die oftmals beschämend raus und sagen, na klar, wir hätten es ihnen schon geglaubt, aber so wissen wir es hundertprozentig. Beispiel auch bei Fragestellungen, die in Richtung Schwangerschaft gehen. Wir hatten letztes Jahr bei der Impfkampagne gegen Grippeschutzimpfung die Frage von einer Kundin, ich bin schwanger, kann ich mich impfen lassen? Wir haben das beantwortet, aber ich merkte so an ihrem Äußeren, an ihrem Gesichtsausdruck, ja klar, sie war noch im Zweifel. Dann sind wir ans Terminal gegangen und ich habe gesagt, wir haben hier einen Link zum Robert-Koch-Institut, kannte sie, ich sagte, das ist das führende Institut in Impfstofffragen auch, wir schauen mal, wie die es beantworten. Und sahen, war die gleiche Antwort. Da ist sie mit strahlendem Gesicht, mit Lächeln rausgegangen und wusste, ich kann mich impfen lassen, der Apotheker hat also recht. Klasse. Also Veranschaulichung, aber auch nochmal unterfüttern und ich merke schon ganz im Grunde ganz viele Einsatzmöglichkeiten, die ja, es macht Spaß. Aber Michael, man muss es auch leben. Nichts bringt's, wenn ich so ein Service-Terminal habe und in die Ecke stelle und nur den Loop laufen lasse. Sowas hatten wir in der Vergangenheit von einer Firma, als, ja, ich weiß nicht, jetzt heißt das Apotheken TV, also was in der Art, wo Werbefilme kamen von Werbefirmen. Was passierte? Da saßen die Kinder dann nachmittags auf einer Decke davor und schauten sich Filme an. Verstehe. Das passiert beim Service-Terminal nicht. Mitunter fragen mich natürlich die Patienten, stört sie das nicht, sitzen da nicht Kinder und gucken nicht. Nein, ist kein einziges Mal passiert. Das, was passiert, habe ich selbst initiiert. Oftmals in Ferienzeiten sind dann die Omis mit ihren Enkeln in der Apotheke.
Und die Omis, die wollen zuhören, was der Mitarbeiter sagt. Mittlerweile räumt aber das Enkelchen das ganze Regal leer. In solchen Fällen nehme ich dann einen Stuhl, gehe mit dem Enkelchen an mein Service-Terminal. Da gibt es nämlich auch ein Kinder-Memory und sage, komm, du, wir spielen mal um eine Rolle Traubenzucker-Memory. Ja. Michael, du musst dich nicht anstrengen, das Kind gewinnt generell. Aber was passiert? Du gewinnst auch, weil die Omi am nächsten Tag mit ihrem Enkel wieder reinkommt und sagt, jetzt muss ich mit dem Enkel um eine Rolle Traubenzucker spielen. Und die Omi vergisst das Erlebnis nicht und kommt dann natürlich auch in die Apotheke, in ihre Apotheke, um ihre Rezepte einzulösen und zu kaufen. Auch dadurch erreicht man eine Patientenbindung. Klasse. Also auch ein bisschen, also ich finde das schon eine kreative Herangehensweise. Klasse. Aber nicht nur das. Man kann es also auch, denk an das Spagat, man kann es auch kommerziell nutzen. Wir hatten zum Beispiel eine Ausschreibung auch auf unserem Gehwegstopper. Wir bieten Ihnen 15% auf ein Freiölprodukt Ihrer Wahl, wenn Sie im Memory gegen einen Apothekenmitarbeiter gewinnen. Ah. Das war ein Riesen-Gaudi. Die Patienten waren begeistert. Das Einzige, was am Ende des Tages passierte, meine Mitarbeiter kamen zu mir und sagten, Chef, da haben Sie aber einige gewinnen lassen. Was natürlich stimmte, aber man muss natürlich auch anregen. Ja, schön, super Idee. Prima. Arnold, Mensch, jetzt haben wir schon eine ganze Menge erfahren von dir. Ich überlege gerade, vielleicht nur noch mal ganz kurz zum Abschluss. Wir haben jetzt so viel über die digitalen Medien gesprochen, auch wie du sie einnutzt. Vielleicht noch mal ein Gedanke insgesamt. Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat der digitale Wandel für dich und für die Apotheke heute und in der Zukunft? Wird das zunehmen? Ist das nur ein Trend? Oder wie schätzt du das ein? Nein, ich schätze das als ganz besonderen Weg ein, um der Vorortapotheke zu nutzen, den Wettbewerb zu bestehen. Die Vorortapotheke sollte lebendig, authentisch, modern sein. Das passt. Man kann also mit einer konservativen Einstellung auch modern sein, indem man die digitalen Medien nutzt. Man sollte die Beratungspflicht, die wir haben als Apotheker, zur Kür werden lassen. Wenn Sie mit den Patienten, stell dir das vor geistig, Michael, das Beratungsgespräch tanzend durchführen. Also auf den Patienten zugehen, offen zugehen, authentisch zugehen, die Technik nutzen, dann ist das eigentlich ein Stand, wie wir die Apotheken unterstützen können. Das Team sollte können, wollen, aber auch dürfen. Das heißt, man muss das Team immer wieder motivieren. Wenn das Team motiviert ist und darf und auch, man sagt es bei Hunden, an der langen Leine läuft, aber trotzdem in Kontrolle bleibt, dann motiviert das Team, wenn die auch mal was machen dürfen, was entscheiden dürfen. Vielleicht auch mal sogar einen Fehler machen dürfen? Ja, über Fehler wird gesprochen. Ich hatte das anfangs gesagt, wir machen 14-tägige Dienstbesprechung. Dann wird nicht hart diskutiert, sondern man versucht dann auch, Fehler auszubügeln bzw. Fehler zu vermeiden. Auch ich bin mir nicht zu fein, auch mir von einem Mitarbeiter mal sagen zu lassen, Chef, ich hätte es vielleicht anders. Das sollte man tun. Toll. Das führt aber dazu, dass das Team eng zusammenarbeitet. Es muss eine Richtung da sein. Die Richtung muss der Chef der Apotheker vorgeben. Und es ist auch sehr günstig, wenn der Chef die meiste Zeit vor Ort ist. Ansprechbar für alle Kunden, ansprechbar für alle Mitarbeiter vor Ort ist. Und auch das Moderne in der Apotheke unterstützt. Wir sind Unternehmer. Unternehmen bedeutet nicht nur Expansion nach außen, sondern auch Expansion im Inneren, Nutzen neuer Medien. Wow. Arnold, ich würde fast sagen, das war schon das perfekte Schlusswort. Michael, das kann sein. Macht mir sehr viel Freude und du hast vielleicht auch durch das Interview gemerkt, dass ich Apotheker mit Leib und Seele bin. Absolut. Dass ich froh bin, ein Team zu haben, was in eine Richtung arbeitet, dass ich glücklich bin und ich weiß auch, dass einschließlich meiner Person wir alle früh sehr gerne zur Arbeit kommen. Weil uns der Tag ausfüllt, weil wir dann, wenn wir nach Hause gehen, wissen, wir haben was Gutes getan, wir haben Patienten betreut, Patienten versorgt,
Wir sind mit unserer Arbeit, mit unserer Leistung zufrieden. Prima, klasse. Mensch, das klingt super und es hat einfach total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Arnold, dir Fragen zu stellen, dir zuzuhören. Ich, ja. Ich finde es selber total spannend und danke dir einfach ganz herzlich für das interessante Gespräch, Arnold. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir Gelegenheit gegeben hast, meine Erfahrung doch mal kundzutun. Sehr gerne. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Zuhörer das ähnlich sehen. Und wie gesagt, ganz vielen lieben Dank, Arnold. Und ja, das war's für heute. Michael, ich sage jetzt einfach, bis zum nächsten Mal bei Apothekenfachkreis FM. Dankeschön. Ja, und tschüss aus Dresden auch. Danke, tschüss. Tschüss.